das Handling von diesem kompakten System ist so einfach und unauffällig, dass man das eben durchführen kann, ohne dass die Umgebung das mitbekommt. Ich bin der Mike, bin Ende 40, bin Sales Manager, wohne im süddeutschen Raum, natürlich nicht allzu weit von den Bergen entfernt, so wie sie das gehört. Bin gerade in Vorbereitung für meine nächste große Himalaya-Tour im Herbst diesen Jahres. Also ich gehe ja schon sehr lange in die Berge, hatte schon meinen ersten Kontakt mit den Eltern, schon von Kindheit. Habe das dann im Studium ein bisschen verstärkt und bin seitdem eigentlich immer dabei, in die Berge zu gehen. Speedycat kompakt erleichtert einen das tägliche Leben, sowohl was zu Hause angeht, im täglichen Alltag, ins Geschäft, mit Freunden unterwegs zu sein, weil es eben sehr klein und kompakt ist. Man kann das sehr einfach einstecken. Also um weiterhin möglichst dem nachzugehen, was man auch vorher an Interessen und Hobbys hat, das ist natürlich schon sehr wichtig. Man kann das Speedycat kompakt mal in die Jacketttasche stecken innen, das fällt gar nicht auf, dass man ihn auch aus dem Meeting verwenden kann, rausgehen kann, man steckt ihn in die Tasche und fällt weiter gar nicht auf. Also das ist ein großer Vorteil. Durch seine Baulänge kann er überall verstaut werden, im Rucksack, in einer kleinen Tasche. Man braucht also keine langen Transportmittel wie bei Alternativen, sondern man kann ihn wirklich überall verstauen und unauffällig. Die nächste Reise steht ja schon in diesem Jahr an. Da werde ich mich ca. 6 Wochen nach Nepal begeben für eine größere, anspruchsvolle Trekkingreise. Dafür ist es ganz wichtig, natürlich entsprechende Vorbereitungen zu treffen, das Equipment zu checken und dann natürlich auch sich zu überlegen, welche Mengen nehme ich mit, wie verpacke ich, wie transportiere ich die. Ja, auf diese Reise freue ich mich natürlich schon. Ich glaube, dass ich mit Speedycat Compact da auch eine ganz gute Unterstützung habe, diese Reise erfolgreich durchzuführen. Und ich denke, wenn das so positiv verlaufen wird, dann wird die ein oder andere größere Reise oder auch anspruchsvollere Berge dann sicherlich noch folgen.